Ja, die zweite Woche ist um. Was gibt's zu berichten? Es gibt leichte konditionelle Verbesserungen. Ist ein bisschen schwierig zu beschreiben mal wieder. Also der Muskelkater ist weg. Der ist ja, nach der letzten Aufnahme am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, Muskelkater war weg und ist seitdem auch nicht wiedergekommen. Ich bin immer noch jeden Tag unterwegs, vielleicht nicht immer so lange. Aber ich sehe immer zu, dass ich in Bewegung bin. Ich kann hier im Hotel die Treppe jetzt nehmen. Ich wohne ja im dritten Stock. Und zu Beginn bin ich nicht mal runtergegangen. Immer den Fahrstuhl genommen. Aber das ist vorbei. Ich gehe jetzt immer die Treppe. Sowohl runter als auch rauf. Gestern allerdings war ich echt ein Riesenstück unterwegs mit starkem Abstieg und das musste ich dann nachher alles wieder zurück. Das merke ich nun heute doch ein bisschen. Aber insgesamt kann ich sagen, ich bin etwas belastbarer geworden muskulär. Das ist aber auch kein großer Schritt. Das ist wirklich eine leichte Verbesserung, die ich habe. Und ob das nun von den krankengymnastischen Übungen kommt oder von den Radon-Anwendungen, von den Stolleneinfahrten oder vielleicht auch von allem zusammen, von der Bewegung, von dem Essen, ich weiß es nicht. Es ist vielleicht wirklich alles zusammen. Ich empfinde die Steigungen hier als nicht mehr ganz so dramatisch wie am Anfang. Ich merke, dass mir das leichter fällt, Steigungen, egal ob hoch oder runter, zu gehen. Runter sind eigentlich auch, ist auch eigentlich gar kein Problem mehr. Das war für mich ja vorher auch noch mal eine Schwierigkeit. Und das finde ich schon ganz toll. Was ich immer mal habe, ist der Kopf. Das habe ich ja auch schon im ersten Teil erzählt, dass ich nach den Stolleneinfahrten so mit dem Kopf manchmal Probleme habe. Also kann sich vielleicht nicht jeder was darunter vorstellen. Sowas wie Konzentrationsprobleme, ja, hauptsächlich Konzentrationsprobleme, Gedanken zu Ende fassen, ja, so ein bisschen Orientierung suchen, sowas in der Art. Aber das ist auch ein bisschen besser geworden. Das ist auch nicht ganz dramatisch. Ansonsten ist es so, dass ich die Stolleneinfahrten genieße. Das ist toll. Inzwischen auch das Schwitzen. Ich schwitze auch nicht mehr so stark wie am Anfang. Ich werde aber nicht in die höheren Temperaturen fahren. Also es gibt unterschiedliche Stationen mit unterschiedlichen Temperaturen und ich bin bei der niedrigsten und da werde ich aber auch bleiben. Ja, ich wollte euch ja noch aufzeigen, wie ich hier untergebracht bin. Jetzt hier im Eingangsbereich. Hier ist das Bad mit Dusche. Alles ganz neu. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin die Erste, die hier geduscht hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist der Flurbereich. WC-Raum extra. Ja, und dann hier das eigentliche Zimmer. Auch sehr geräumig und vor allem schön ruhig. Also das finde ich ja auch immer super. Was hier noch so ist, es ist hier in jedem Raum, auch in dem WC und Bad, so was sind das, so Notschalter. Habe ich natürlich auch schon gleich ausgelöst, aus Versehen, gestern Abend. Weil im WC ist das ohne rotes Bamsel und ich habe gedacht, das ist die Lüftung und habe gezogen. Und es hat nicht lange gedauert, da war tatsächlich jemand da. Ja, das tat mir dann auch sehr leid. Ja, ich habe sogar noch einen Balkon. Also ich habe hier wirklich eine ganz tolle Unterkunft. Ich gehe mal mit euch raus und zeige euch mal, wie das hier draußen aussieht. Heute natürlich auch noch bestes Wetter. Mal so einen Blick auf den Ort. Ist das nicht schön? Für mich ist es ja völlig neu. Hier guckt euch das mal an da. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier dieses rote Haus. Wo ist rotes Haus? Das rote Haus da. Das hat im Rücken direkt den ganzen Felsen. Wahnsinn, oder? So, dann geht's hier weiter. Da oben, hier über dem Dach von dem Haus, könnt ihr das sehen? Ja, im Moment stehen die Gondeln. Das sind Gondeln. Ich glaube nicht, dass ich da hoch kann. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Das ist mir, glaube ich, zu steil.
Ich glaube, das geht nicht. Ja, und guckt euch das mal an, da liegt noch Schnee da oben. Wahnsinn. Ja, ich bin ja hier untergebracht im Gesundheitszentrum Bärenhof. Das liegt sehr zentral im Ort und der Stollen ist ungefähr 10 Minuten, würde ich schätzen, mit dem Auto entfernt. Wir Kurgäste werden dorthin gebracht. Wir haben also einen Transfer mit einem VW-Bus, der hier vor der Tür hält und uns dann dorthin bringt. Und ansonsten habe ich außer dem Stollen alle Therapieanwendungen hier im Haus. Das ist auch wohl so der Schwerpunkt von diesem Gesundheitszentrum, dass so der Bereich, der Therapiebereich, also Bewegung mit möglichst viel Aktivität, so gut es halt geht, angesprochen wird, dass man mental gestärkt wird und dass man auch auf die Ernährung, dass hier wird auch auf die Ernährung Wert gelegt. Okay, da habe ich so ein bisschen natürlich einen anderen Ansatz, aber ich kriege das von den anderen Gästen mit und ich sehe auch, was die anderen essen. Also das Essen ist hier wirklich super. Auch wenn natürlich für die Gäste normalerweise kohlenhydratlastig ist, ist es aber wirklich eine gute Küche, muss ich wirklich sagen. Und ich habe es ja im letzten Video schon gesagt, also kann ich gar nicht genug loben, die Küche hier. Ja, und diese Anwendungen, die es hier gibt, das sind unterschiedliche Sachen. Ich beanspruche ja auch nicht alles. Es ist ja so auf mich zugeschnitten. Was ich halt habe, sind zum Beispiel Massagen. Ich hatte jetzt ganz toll Fußreflexzonenmassage. Das war wirklich klasse. Das habe ich richtig genossen. Das war zwar auch schmerzhaft, aber es hat gut getan. Ich habe die Krankengymnastik, da laufe ich normalerweise schreiend weg, aber der Therapeut ist wirklich super. Der konnte mir schon richtig gut weiterhelfen. Und es gibt hier Radonbäder, also einmal so in Form von Wanne und es gibt auch so ein kleines Radonbecken, wo man mit mehreren Personen dann irgendwelche Übungen macht. Hauptsache, man ist da irgendwie eine halbe Stunde drin, um das Radon wirken zu lassen. Ja, und all das findet man hier im Haus. Es ist halt so ein rundum Gesundheitsprogramm, was der Bärenhof hier so bietet. Und wie gesagt, das Einzige, was eben außerhalb ist, ist dann halt der Stollen. Und was ich auch jetzt für mich entdeckt habe, ist der hauseigene Wellnessbereich. Ich kann also, ziehe mich um, Badezeug an, Bademantel über, Latschen, also Badeschuhe. Und dann gehe ich zum Fahrstuhl, fahre bis in den Keller und dann bin ich schon in dem Wellnessbereich mit Sauna, mit 3 verschiedenen Saunen, mit Ruheräumen, Ruhezonen. Und eine Treppe hoch ist dann noch ein kleines Schwimmbad, also so ein kleines Hallenbad, wo man ein paar Züge machen kann oder einfach auch nur kurz sich eine Nudel schnappt und da so ein bisschen rumdödelt. Ganz toller Panoramablick auf die Berge, also eine ganz tolle Front. Aus dem Schwimmbad raus guckt man so auf die Berge, also das finde ich wirklich ganz toll. Ja, das alles genieße ich natürlich sehr, meinen Aufenthalt hier. So der große Durchbruch ist noch nicht da, wäre natürlich toll, wenn das noch irgendwie kommt, aber auch da muss ich natürlich abwarten. Apropos abwarten. Heute ist Sonntag, der zweite Sonntag, den ich hier bin und am Freitag reise ich wieder ab. Ich habe also nur noch 4 Tage Anwendung. Ich glaube, 2 oder 3 Mal davon fahre ich noch in den Stollen. Und ich freue mich auch auf zu Hause. Also so schön es hier auch ist und so schön das auch ist, mal eine Auszeit zu nehmen. Aber irgendwann ist es auch gut mit dieser Rundumversorgung und ich weiß ja schon gar nicht mehr, wie sich ein normaler Alltag anfühlt. Also mittlerweile freue ich mich auch auf zu Hause. Es ist nicht so, dass ich es hier nicht ausgehalten habe. Ich habe es hier wirklich sehr gut gehabt und werde mich bestimmt zum Schluss nochmal eben kurz melden. Heute ist mein Abreisetag. Ich freue mich auf zu Hause. Knapp 3 Wochen sind um. Die Koffer sind gepackt. Und wie war es für mich? Also der Stollen war für mich eine ganz tolle und interessante Erfahrung. Am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan mit dem Schwitzen, aber bei den letzten Einfahrten konnte ich das Klima richtig genießen. Ich habe es sogar geschafft einzuschlafen in dieser einen Stunde, die man da unten liegt und habe das insgesamt sehr genossen. Ich habe aber auch den Stollen gemerkt, überhaupt auch die anderen Radon-Anwendungen, also dieses Radonwasser, die Bäder. Da bin ich echt
erschöpft gewesen danach, müde, aber das berichten alle anderen auch. Und ich bin gespannt. Also es ist, ich hatte gestern das Abschlussgespräch mit dem Arzt hier im Bärenhof und es ist jetzt nicht so, dass irgendwelche Wunder passiert sind. Es gibt leichte Verbesserungen im konditionellen Bereich. Ich habe nicht mehr so wahnsinnig schnell Muskelkater. Ich kann mir ein bisschen mehr zumuten, aber die Problematik ist eigentlich immer noch die gleiche. Aber er hat gesagt, die nächsten 4 bis 6 Wochen können eben auch noch Veränderungen bringen. Das wäre oft so. Und ja, ich muss jetzt erst noch mal abwarten, wie sich die nächsten Wochen entwickeln. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich zu den 90% gehöre, bei denen die Anwendungen etwas bringen und nicht zu den 10%, bei denen es keine Veränderung gibt. Also heißt es weiter abwarten. Ja, ich hatte hier ja auch Gespräche mit anderen Kurgästen, die hier im Bärenhof untergebracht waren oder auch im Stollen mal kurz. Und ich habe viele gesprochen, die hier schon seit Jahren herkommen oder mehrfach schon hier gewesen sind, weil es ihnen wirklich weiterhilft. Das sind aber natürlich nicht alles nur Fibros, das sind die unterschiedlichsten Beschwerdebilder, Morbus Bechterew, Polyarthritis, Rheuma, was war noch, viele mit bronchialen Problemen oder mit Hautproblemen wie Schuppenflechte und so, die teilweise auch davon berichtet haben, dass sie medikamentenfrei sind. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Das habe ich hier mit einem Ortsansässigen geführt, mit einem Taxifahrer. Der hat mir erzählt, er hat in jungen Jahren einen Unfall gehabt, hatte Verletzungen an den Wirbeln. Es gab teilweise Absplitterungen und es sollte eigentlich auch versteift werden. Und er hatte auch dazu dann durch diesen Unfall eine Spinalkanalstenose. Das hat sich wahrscheinlich irgendwie so entwickelt, das weiß ich jetzt nicht. Und er hat immer für sich gedacht, warum sollte ich in den Stollen fahren? Ich bin ja nicht krank. Ich habe ja keine Krankheit, wie Rheuma oder sowas. Und irgendwie ist er, also er hat sich all die Jahrzehnte mit den Schmerzen rumgeplagt und ist dann aber irgendwie dann durch irgendeine Fügung doch drauf gekommen, in den Stollen zu fahren. Hat ganz starke Reaktionen gehabt, ganz starke Schmerzen auf die erste Stolleneinfahrt. Und er meinte dann nach der sechsten, siebten Einfahrt ist das besser geworden. Und inzwischen fährt er schon das 9. Jahr in den Stollen, ist das ganze Jahr über beschwerdefrei, medikamentenfrei. Und ja, das ist schon interessant, wenn man solche Geschichten hört. Ja, ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Es war eine schöne Auszeit. Das habe ich natürlich genossen. Ich bin hier wirklich gut untergebracht gewesen. Besonders gefallen hat mir natürlich auch das Gespräch mit der Ernährungsberatung und vor allem natürlich die Versorgung hier in der Küche. Die Ernährungsberatung, das war ein Gespräch mit einer Diabetologin, die war sehr aufgeschlossen und interessiert, was die Ketogene oder was überhaupt die Low-Carb-Ernährung angeht. Das war ich sehr erleichtert. Hatte doch vor dem Gespräch ein bisschen Respekt, sagen wir mal. Und von den ganzen Anwendungen, die ich hier im Hotel Bärenhof hatte, hat mir am besten gefallen, dass ich die. Also es ist letztendlich wahrscheinlich auch so, alles wirkt irgendwie, alles zusammenwirkt. Aber für mich am weitesten vorangekommen bin ich mit der Krankengymnastik. Also das hat mir sehr weitergeholfen. Ich spüre einfach, dass ich da Übungen an die Hand bekommen habe, die mir wirklich weiterhelfen. Die werde ich auch zu Hause fortführen, weil es mir einfach tägliche Unterstützung gibt. Und dann hatte ich ja auch immer Termine bei einer Masseurin und das war auch ganz toll. Das hat mir gut gefallen natürlich. Ich durfte so ein bisschen, ja, ich hab so von allem was mitgenommen. Ich habe eine Fußreflexzonenmassage gehabt, ich habe eine Nackenmassage gehabt, ich hatte auch eine Lymphdrainage und eine normale Rückenmassage. Also es hat mir natürlich gut gefallen und die hat es auch wirklich super gemacht. Genauso der Krankengymnast, der wirklich, wirklich weiß, wovon er redet und Ahnung hat. Ja, was soll ich noch sagen? Bad Gastein an sich ist, oder die ganze Umgebung hier ist natürlich für mich auch ein Erlebnis gewesen. Ich war noch nie in den Bergen. Heute ist es total, also neblig, man sieht keine Berge, weil völlig neblig und es hat auch irgendwie fast
fast 20 Zentimeter Neuschnee gegeben letzte Nacht. Aber ansonsten, ich habe auch schöne Tage hier gehabt mit Sonne, mit T-Shirt-Wetter fast, wo man nur mit leichter Jacke gehen konnte, brauchte. Und ich habe viele schöne Dinge gesehen, also die Natur, die Berge. Ich nehme viele schöne Impressionen mit nach Hause. Und die Frage stellt sich jetzt zum Schluss, würde ich noch mal wiederkommen? Also was die Versorgung und die Unterbringung angeht, also da bin ich wirklich gut abgedeckt gewesen. Da gibt es wirklich nichts, was es sind höchstens Kleinigkeiten, wo jeder so individuell sagt, naja, okay, zum Beispiel, nur mal so als Beispiel, das ist jetzt aber auch wirklich etwas, was ich in vielen Hotels erlebe, und zwar, dass mir ist das Föhnkabel immer zu kurz. Also ich föhne halt mit Bürste, habe die Bürste in der rechten Hand und den Föhn in der linken Hand. Und die Föhnkabel sind überall zu kurz, ich weiß nicht warum. Also das sind nur so Kleinigkeiten, aber etwas Grobes finde ich nicht. Ich habe mich hier sehr gut gefühlt. Ich habe auch eine gute Zeit gehabt, so von meinem Zustand her. Aber ich würde auch mal im Rückblick, also im Hinblick auf die Entfernung, die ich zurücklege, bin jetzt, ich habe 11 Stunden Reisezeit vor mir, würde ich dann wiederkommen, wenn sich in den nächsten Wochen zeigen würde, dass die Radon-Anwendung, also diese Stolleneinfahrten und die Radonbäder wirklich einen Effekt haben. Wenn das wirklich was bringt und vor allem natürlich auch dann, wenn ich dann irgendeinen Teil, irgendeinen Batzen dieser ganzen Kosten, die dabei ja auch entstehen, wenn ich die über die Krankenkasse abgerechnet kriegen würde, dann würde das für mich durchaus in Frage kommen. Ich könnte den Aufenthalt hier nicht aus eigener Tasche bezahlen, das würde ich nicht leisten können, so gern ich das auch würde. Aber jetzt heißt es halt erstmal abwarten und ja, Zeit abwarten und schauen, wie sich die nächsten Wochen gestalten. Ich freue mich auf Rückmeldungen zu diesem ganzen Aufenthalt hier. Vielleicht gibt es jemanden unter euch, der schon mal hier war, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder so. Ich habe auch Leute gesprochen, die während des Aufenthalts hier schon gesagt haben, oh, ich merke, dass mir das gut tut, ich kann meine Finger besser bewegen, ich konnte vorher nur bis hier, jetzt kann ich schon bis hier. Also dass während des Aufenthalts hier, während der Stolleneinfahrten oder während der Radonbäder, wer von euch war schon mal hier oder wer hat davon gehört, das würde mich interessieren. Schreibt einfach in die Kommentare auf meinem Blog und bis demnächst. Macht's gut.